Willkommen zur Folge 24 und einen wunderschönen guten Morgen von mir. Es ist 8:30 Uhr, Sonntag. Dieses Mal komme ich tatsächlich mal früher zur Aufnahme als gestern. Dann wird es heute hoffentlich auch nicht so spät und ich werde nicht so müde. Wir waren bei der Hauptmission. Wir haben uns ja durch diesen Kriechkeller voller Leichen gearbeitet und müssen jetzt hier weiter zu diesem, was auch immer das ist, Opfertempel. Tempel des Todes. Voll Indiana Jones-like. Also dann, machen wir mal los. Abseilen war in letzter Zeit ziemlich oft dran, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Jo. Ist nun mal so. Die Barriere muss verbrennen. Das ist voll. Meine, da haben wir noch was zum Vorlesen. Warten. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint. Als würde sie auf etwas warten. Sie hat nur auf uns gewartet. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, wir haben doch Feuerpfeile. Nicht hetzen. Erstmal müssen wir alles plündern. Oder? Hm? Nee, doch nicht. Schade. Aber hier ist irgendwas mit Öl, wie es aussieht. Da können wir was festmachen. Ach, hier ist wieder so ein Hebel, den habe ich ganz übersehen. Na, dann machen wir mal. Drück. Ah, müssen wir wohl erst. Ach, dann muss das voll laufen. Das ist ein Hebel. Aha. Voller Öl und Blut. Das sieht jetzt nicht sehr realistisch aus, wie das voll läuft. Aber jetzt können wir es anzünden. Machen wir nochmal. So. Ja, liebe Kinder. Ich muss weitergehen. So schnell verbrennt Öl. Ganz sicher nicht. Da geht's. Da. Upp. Und wir seilen uns wieder ab. Ich sag ja, das ist gerade ziemlich in Mode, das Abseilen bei den Level-Designern. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Und hier machen wir nochmal Öl. Wir machen es einfach mal. Was passiert? Oh, was interessant. Eine Barriere. Okay. Hm. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Was war das? Warum? Warum war das gerade so zittrig, das Bild? Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas... Ach, jetzt müssen wir wieder drehen hier, oder? Okay, gucken wir mal. Das kommt von da, fließt nach da, fließt nach da. Dann sollte es auch nicht fließen, es sollte... lang fließen. Wir drehen es einfach mal ein Stückchen weiter, oder? Wird zu klein. Ach, ich kann es immer nur um... Hä? Hallo, Lara, stopp! Das tut sie! Das tut sie!
So, kommst denn jetzt lang? Jetzt fließt's da rein. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn es da rein fließt, oder? Wir müssen noch einen weiter drehen. Dreh einfach mal. Dreh. 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 Ach so, das ist zum. Darum rast es ein, das wird da drüber gehoben. Na, dreh! Nein, was? Vielleicht doch durchs Loch? Nie sein. Mit Schwung vielleicht. Dreh, 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 dreh. Nee, okay, geht nicht. Probieren wir es mal in die andere Richtung, oder? Ja, jetzt. So, wenn wir es so machen, dann das war's ja, oder? Hä? Ja, Moment, wir machen mal Folgendes. Wir werden erstmal nochmal da oben ziehen. Mal gucken, wo das Ding überhaupt langläuft. Ich glaube zwar immer noch, dass es falsch läuft, aber wir gucken mal. Ja, also das habe ich mir fast gedacht, aber Moment, wir probieren es nochmal. Schieblader, schieb, einfach schieben, schieb, 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 ging doch gerade beim ersten Mal. Mach ich es auch nochmal. Ja. Oh, schieb, 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 schieb. Weiter, 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 weiter. Noch Stücke, noch Stücke, noch Stücke. Na komm, gleich, gleich. Das verstehe ich jetzt nicht. Was sind das? Warum geht das nicht? Sage ich das hier unten auch noch drehen? Ach, das kann. Ach, das. Das kann ich nur drehen. Ach so, jetzt geht das auch noch los. Moment, das machen wir mal. Die beide zusammendrehen. Das vielleicht daran. Das ist deshalb klemmt. Moment, dann drehe ich das jetzt nochmal in die Richtung. So geht's nicht. Wir müssen nochmal in die Richtung. Oh, nein, 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 nein. Ach, du fliegst, das war da. Warum? Was ist das für eine geheimnisvolle Zauberkraft? Moment, nein, wir waren noch gerade eingerastet. Hallo? Hallo? Warum? Ich verstehe das gerade nicht. Ich muss die Spuren ausrichten. Ja, das versuche ich. Aber du stellst dich ein bisschen dämlich an. Ja, jetzt noch. Ja, rüber. Und jetzt sind wir doch eigentlich schon über den Schwerpunkt drüber. Ah. Nein, 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 nein,
ist denn das für ein komischer Federmechanismus? Also nochmal. Dreh. So. Drehen wir den. Wenn ich sie anfasse, dreht sich das Ding von alleine. Das ist, glaube ich, ist irgendwie leicht buggy. So, auf jeden Fall, das, so ist es falsch. Drehe ich das. Oder nochmal in die Richtung. Ja, aber das ist doch Quatsch. Da geht's in ein Loch. Ne, warte, jetzt fließt. Ah, nee, jetzt fließt da lang. Okay. Problem ist jetzt nur, dass es jetzt hier unten versiegt, oder? Zumindest. es müsste. Aus irgendeinem rauskommt, was ich. Wird auch wieder raus, denn ist trotzdem falsch. Okay, da geht jetzt wieder zurück. Das heißt, wir müssen die jetzt nochmal verbinden. Und dann den da nochmal rechts rum. Ich verstehe zwar den Mechanismus nicht, warum dass sich das nicht bewegt, wenn ein Seil da ist. Oh. Was war das? Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt schieben wir den sozusagen nochmal in die Richtung. Das war schon richtig hier. Nein, nein. Genau. Ja, es ist. Nächste Loch. Das ist immer noch das Falsche. Zweimal noch, wie es aussieht, oder? Verwirrend, mach hier irgendwas falsch. Das ist auch einfach. Ja. So, jetzt muss ich ihn wieder in die Richtung bringen. Nein, 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 in die Richtung. Geht. Nicht. Richtung drehe. Ah ja, jetzt ist das doch richtig. Das ist doch schön. Und... Na, bleibst du stehen? Denk nicht dran. Jetzt finden. Ja, Moment, ich mach nochmal das Ding da oben. Das Ding hier irgendwie verrutscht. Soll das überhaupt so sein? So, jetzt kommt das da runtergekrochen. Und bleibt das. Hä? Hey, jetzt bin ich komplett.
Das hier sieht ja okay aus. Wenn... Irgendwas ist doch jetzt hier kaputt, oder? Das kann doch gar nicht sein. Ah, Moment, jetzt. Jetzt. Warum auch immer. Nein. Wo willst du hin? Ah ne, da. Jetzt noch ein bisschen. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Stopp. Nein, ich habe Stopp gesagt. Verflixt das Ding, du. Stopp. Soll ich den nochmal stabilisieren, oder was? Das ist aber ein doofes Rätsel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, es würde funktionieren, aber es funktioniert halt nicht. Was du hin? Stopp! Es dreht sich einfach. Ich kann nichts tun. So geht das auch, aber jetzt ist das Ding da unten ja falsch. Gibt's hier überhaupt... Gäbe es überhaupt ein... Nee, das ist falsch. Das passt auch... Muss noch... Hier rum. Nee. Noch ein rum. Schieb. Ach so, ach, das geht jetzt wieder nicht. Okay. Eins. Und zwei. Das ist doch Quatsch. Warum lässt sich der Blödsinn jetzt nicht drehen? Eigentlich ist das doch nicht schwer. Das Problem ist, dass der jetzt stimmt. Ich muss die jetzt verbinden, um ihn weiterzudrehen. Das hier in die richtige Richtung, das dann in die richtige Richtung, weil wenn ich es los mache, dann drehe ich es zurück. Das heißt, ich muss die gleichzeitig in die richtige Richtung drehen, oder? Das Problem ist, wenn ich den jetzt dreht. Wenn ich den jetzt drehe einmal. So. Schwarzes Designer, der das gebaut. Jetzt reinmachen. Genau, jetzt wäre das richtig. Es stimmt aber das nicht, weil... Wenn ich den jetzt mache, dann dreht sich dann wieder zurück, ne? Weit dreht er sich zurück. Einmal. Okay, dann machen wir das jetzt einmal nochmal. Nein, in die Richtung sollst du nicht drehen. Ach, jetzt lässt sich der da unten nicht mehr weiter drehen. Oh. Das heißt, wir müssen jetzt... Wenn ich jetzt
die Richtung drehen, sondern nur da, wo wir angefangen haben. Bäh. Und dann drehe ich jetzt den zweimal in die Richtung. So. Einmal. Zweimal. Ja, dreimal. Warum? Da steht das, wenn ich schiebe, geht's plötzlich. Hier geht's in die andere Richtung. Wenn ich loslasse, geht's automatisch da rein. Das ist vollkommen unnütz. Hier geht's nicht durch, oder weil es. Jetzt würde das jetzt da rein. Um da. Na gut, aber jetzt da alle. Würde aber wahrscheinlich auch gehen. Aber jetzt geht sowieso. Genau, das ist sowieso. Und wir praktisch ihn nochmal abschneiden. Gucken wir weiter zurück. Schnapp. Nur einmal. Jetzt zweimal gedreht ab. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Ja, das war ja auch Quatsch, was du gerade gemacht hast. Ja, jetzt schieben wir das Ding nochmal. In diese Richtung, bitte. Was natürlich jetzt wieder nicht geht. Das will mich doch verarschen, oder? Vielleicht mal ab. Weil ich schneid's bloß ab, dann geht er jetzt einfach noch eine Runde rum. Einfach so, weil ich Seil abgeschnitten habe. Nicht, weil es irgendwie Sinn machen würde, einfach nur, weil ich Seil abgeschnitten habe. Was hier, wenn ich jetzt einfach nochmal da dran mache und dann einfach nochmal abschneide? Das ist doch totaler Mumpitz. Totaler Mumpitz ist das. Welcher Vollidiot hat denn das designt? Und jetzt würde der aber richtig stehen. Okay, warte, warte. Machen wir jetzt einfach Folgendes. Zack. Wie muss ich rum? Oder steht das Ding richtig? Ne, das steht sogar richtig, wa? Der hier muss noch einen nach links. Das heißt, ich müsste. Warte mal, muss ich den so umdrehen? Ja, eigentlich. Eigentlich muss ich ihn so umdrehen, oder? So, wir drehen ihn jetzt einmal so rum. Hopp. Nämlich das Gute, dass der hier unten jetzt stimmt. Das würde jetzt praktisch. Ne, jetzt stimmt er natürlich nicht mehr, aber gleich. Moment. Schneiden das Seil jetzt einmal durch. Er dreht sich jetzt einfach in die falsche Richtung, glaube ich, oder? Ja, wobei. Taste mal ein. Nein, das ist noch nicht ganz richtig. Und da, da, nein, der ist es nicht. Müsste jetzt zweimal eigentlich. Ich hab's bloß angefasst, ich mach noch nicht mal was. Was ist denn das für eine komische. Was ist das für ein komisches Hexenwerk hier? Gut, wir lassen mal kurz los. Es ist wieder eingerastet. Ist aber leider immer noch falsch. Ich fasse es nochmal an. Es bewegt sich wieder von alleine. Das ist ja Teufelswerk. Ich mache tatsächlich nichts. Absolut nichts. Ich schiebe aber erstmal, damit es schneller geht. Jetzt lasse ich los. So, jetzt geht es da rein, darum, dahin. Ich glaube, jetzt stimmt's, oder?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich verbuggt gewesen. Ja, blubbert es schon. Ja, da läuft's. Jetzt läuft's da rum. Dann läuft's dahin. Und jetzt läuft's richtig, tatsächlich. Okay, jetzt muss die Barriere runter. Dann zünden wir das ganze gute Ding doch mal an. Hm. Wie schnell es verbrennt. Ja, das war jetzt sehr verwirrend. Jetzt zur Schatulle. Zur Schatulle. Sind wir schon so weit, wie das Spiel gleich vorbei ist? Wäre ärgerlich. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Das ist die Schatulle, oder was? Jetzt mehr so ein Kasten. Was ist das? Jabberk, oder? Oh, hier ist der kleine Rebellenprinz. Ätzli! Da drüben, schnapp sie! Ey! Ui! Das ja. Hallo, mach doch Platz! Geht aus dem Weg! Genau, alle aus dem Weg! Nein, nein, nein! Hey, nicht sehr stabil gebaut. Ah, verflixt. Akupunktur. So, was nochmal? Genau, alle aus dem Weg. Nein, nein, nein! Ach, verdammt. Vergessen zu springen. So, jetzt aber. Konzentration. Geht auf den Weg! Platz da, ich komme. Nein, nein, nein. Oh, so. Das. Geht das wieder los? Los, ich will hier rüber. Also, geh auf den Weg! Hin. Spring da drauf. Nein. Nein, nein, nein! Ist das die Kamera für uns? Nein. Nicht so gut. Ah, hätte auch gleich runtergehen können. Nee, komm, Mattimanti. Hau, Timmy, Maganti. Nur Verrückte. Au. Das hat er nur davon. Muss er da oben abhängen. Jetzt schon wieder gelandet. Oh. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen.
Ein Gefallen, glaube ich. Ach ja, richtig. Ich habe übrigens die DLCs als Season Pass mal gekauft. Das heißt, wir haben noch ein paar mehr Nebenmissionen dann. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Und können dann auch den Pfad freischalten, was immer das ist. Das gucken wir uns aber demnächst mal an. Ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Hier ist fast rum. Guck mal, ob wir noch ein Lagerfeuer finden. In der Stadt. Wo bin ich gerade in der Stadt verfolgt? Ja, hier müsste es doch gleich ein Lagerfeuer geben. Da ist es. Hervorragend. Perfekter Abschluss. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Also hier können wir für einen Punkt nichts mehr freischalten. Guck mal in den Pfad rein. Ah ja, das sind die Nebenmissionen dann immer. Das müssen wir dann praktisch noch machen. Gut. Aber so viel eingesammelt haben wir nicht, dass wir noch was aufrüsten könnten. Guck mal. Oh, was haben wir denn hier? Mist. Ach, das kam vom DLC mit dazu, oder? Ich verstehe. Nee, ich behalte lieber die machen einen sichereren Eindruck. Ah ja, und die ganzen beknackten Bögen. Ja gut, das ist wieder, das ist... Ach nee, das, die lassen sich... Ach, die muss man... Ach, geil, das kriegt man praktisch Bögen, aber man muss die... Die kommen... Ja, früher, das ist... das finde ich jetzt nicht toll, aber... Geil. War denn jetzt die Kalaschnikow? Nein, das war nicht die Kalaschnikow. Oder? Doch, das war die Kalaschnikow. Ah, die können wir noch aufrüsten hier. Und zwar den Kromoli-Lauf. Verkrummter Lauf ermöglicht Schüsse ohne Reibungswiderstand. Zusätzlicher Schaden. Na gut, dann gucken wir mal durch von oben wieder, was wir alles machen können. Der war auch noch nicht frei. Da fehlt noch... Sonderdinger. Was wir gegeben haben. Den können wir mal losmachen. Die Griffumwicklung. Entwickelte Sehne. Die verstärkten Arme. Der individuelle Schaft. Stärkte Schaft. Das war's für den. Und wieder die Griffumwicklung. Entwickelte Sehne. Die verstärkten Arme. Die gewachste Sehne und der individuelle Schaft. Da, wir haben zum Ganzen doch. Und die Griffumwicklung. Die entwickelte Sehne. Das ist sehr repetitiv, muss ich sagen. Verstärkte Arme. Die gewachste Sehne. Ah, schade. Den individuellen Schaft können wir bei dem Ding jetzt leider nicht haben, weil die Ressourcen ausgegangen sind. Die erste Pistole haben wir fertig. Die zweite haben wir auch fertig. Die dritte können wir uns nicht leisten. Da war nichts. Was ist eigentlich das? Die Umbridge. Die hat aber kein Upgrade. Interessant. Nee, verdammt. Schließen. Will die da haben. Hier lässt sich nichts upgraden. Okay. Haben wir vielleicht noch irgendwelche Outfits? Nein, dann behalten wir unseren Vogel-Outfit hier. Und da haben wir auch nichts abschließen. Fähigkeit. Ah, nee, das hat wir schon mit einem nichts anfangen können. Dann war es das, glaube ich, jetzt momentan. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.